Moin Moin zusammen, zu einem ganz kurz kleinen Tutorial. Ich bitte diesen Ton zu entschuldigen, geht gerade nicht anders da. Und falls im Hintergrund mal wieder ein extrem lautes Moped zu hören ist, diese kleinen Äffchen hier, andere Länder, andere Sitten, sind der Meinung, hier tagtäglich ohne Auspuff rumfahren zu müssen. Da hilft auch kein Schallschutzfenster oder ähnliches. Aber das war's jetzt dazu. Was ich hier in diesem Tutorial kurz zeigen möchte ist, wenn man Öl über längere weitere Entfernungen, Distanzen transportieren möchte, dann sind Rohre quasi extrem ungeeignet. Ich mache das gerade mal hier ein bisschen weg. Das da. Dazu benutzt man Ölfässer zum Beispiel. Das ist das, was das Spiel bietet, ohne extra Mods. Es kann ja vorkommen, dass, wenn ihr zum Beispiel im Endspiel, ist das Öl ein bisschen knapp und ihr findet dann Öl zum Beispiel hier oben. Das, dieses pinke, dieses lilane, rosane, das sind Ölfelder. Das ist viel zu weit weg von eurer eigentlichen Fabrik, deshalb benutzt man da Ölfässer zum Transportieren und die werden transportiert mit Zügen. Zu diesem Zug gehe ich jetzt nicht weiter ein, weil der Zug hat mit diesem eigentlichen Tutorial nichts zu tun. Das Einzige, was ich euch sagen muss, um Ölfässer zu transportieren, braucht ihr einen Güterwaggon. Den Güterwaggon, den stellt ihr direkt her, nächste Mal, wo denn, was denn, wie denn, da sind sie, das ist ein Add-on. Dieser Güterwagen, den stellt ihr her, den braucht ihr, und da werden die Fässer drin eingelagert, die vollen Fässer und auch die leeren Fässer wieder zurücktransportiert. Die Fässer sind relativ günstig, die findet ihr hier. Ihr müsst also leere Fässer herstellen. Des Weiteren braucht ihr Montagemaschinen. In den Montagemaschinen gebt ihr an, zum Beispiel hier, ihr möchtet in dieser Maschine, das ist das Ölfeld, wo unser Öl hergenommen wird, also hier wird es produziert, hier wird es aus der Erde geholt, Rohölfass befüllen, das wählt ihr hier aus. Für Rohölfass befüllen braucht ihr logischerweise leere Fässer in der Maschine und Rohöl. Diese Montagemaschinen, die haben hier oben einen Eingang, hier unten einen Ausgang. Der kann nicht gedreht werden. Das heißt, ihr könnt die Maschine nicht drehen, so dass der Eingang dort ist oder der Ausgang dort ist. Der Eingang für Rohölfass befüllen ist also hier oben. Was ich hier in diesem kleinen Beispiel gemacht habe, ich habe einmal eine Zuführung von leeren Fässern und einmal einen Arm, der volle Fässer aus der Maschine rausholt und dann hier in den Wagen, den Waggon reinhieft. Ja? Dieser Arm ist dafür zuständig, wenn der Zug zurückkommt, dann sind da leere Fässer drin, das zeige ich auch gleich, der nimmt die leeren Fässer hier raus und führt zu der Maschine zu. Ich tue jetzt mal hier, was ich hier unterbrochen habe, das ist einfach, zack, und da fließt das nun wieder. Hier seht ihr, in einem Fass kommen 25 Einheiten Öl, ich nenne es jetzt mal nicht Liter, sondern halt Einheiten. Ja? Das geht jetzt hier gerade mal schnell, weil in diesen Rohren hat sich ein bisschen Öl gestaut. Das geht dann später nicht mehr so schnell. Ja, seht ihr schon, dauert ein Stück. Ja? Also, hier seht ihr diese vollen Fässer ab und ab in den Zug. Was haben wir hier? Haben wir schon ein paar Fässer drin. Den Zug habe ich gerade angehalten. Der fährt dann zur Station, wo das Öl weiterverarbeitet wird, wo es dann ankommen soll. Ich tue den Zug jetzt mal hier die Pause wegnehmen, noch 20 Sekunden. Zack, wir gehen schon mal dahin. So, er kommt jetzt hier gleich an dieser Station. Und hier habe ich eine Maschine, wieder eine Montagemaschine. Hier seht ihr, der Ausgang war in dieser Montagemaschine. Habe ich gesagt, du tust mir hier bitte Rohölfässer leeren. Ja, da kommen also gleich die vollen Fässer, da kommt der Zug, man sieht es schon. Die kommen hier an. Zack, da sind sie. Hier, werden hier entleert. Das Entleeren, oh, da habe ich natürlich, das habe ich auch gesehen. Sag mal, ja. Entleeren. Oh, was haben wir denn hier gemacht? Hier ein kleines Problem. Du sollst hier Rohölfässer entleeren, genau. Hier ist der Ausgang. Das wird vom Spiel vorgegeben. Das kann man nicht ändern. Und das Entleeren geht natürlich deutlich schneller. Und das wird hier unserer Ölleitung, sage ich jetzt mal, zugefügt. Die leeren Fässer, der Arm nimmt sie raus. Gehen hier. Der Zug ist jetzt schon wieder weg. Wir warten jetzt mal, bis er zurückkommt. Ich könnte mir das hier anzeigen lassen. Wo ist er denn? Der steht da noch 3 Sekunden. 2, 1. Zack. Und schon kommt er her. Hier wird es natürlich zwischengespeichert, wenn kein Zug da ist. Da sind schon wieder ein paar Fässer drin. Jetzt seht ihr gleich, wie dieser Arm die Fässer dort einlädt. Und so braucht man eigentlich nicht so richtig viel Ölfässer. Ich habe mal 50 Stück hergestellt für dieses kleine Tutorial. Aber ihr seht ja, da das alles ein bisschen langsam geht, weil die Fässer, wenn nicht wirklich schnell befüllt, die 50 Stück, die sind Pillepalle. Ja, also die 50 Fässer reichen bei weitem aus, weil sie gar nicht so schnell befüllt werden können. So. Das war es eigentlich schon. So transportiert ihr Öl über weite Entfernungen. Ja, dann gucken wir hier. Ich meine, da, hier ist ein Ölfeld. Sieht auch aus wie ein größeres. Jetzt schaut es mal an. Hier wird mein Öl
verarbeitet in diesem Tutorial-Setup, was ich habe. Das muss ich dann hier transportieren, das sind immer alles Aliens hier, gar nicht lustig. Hier lang und das geht nur mit Zügen. Ja, und vergesst nicht, im sogenannten Endgame, wenn man ein bisschen was basteln will, braucht es unheimlich viel Öl. Und das ist dann meistens weit weg. Das war's auch schon, ja? Ich entschuldige mich nochmal für den schlechten Ton. Ich versuche das noch ein bisschen nachzubearbeiten. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao.